Hallo, ich bin Ingo Zamperoni und ich begrüße euch ganz herzlich zur HDM Newstime. Herzlich willkommen zur ersten Folge HDM Newstime im Jahr 2022. Leider ist das aber auch schon die letzte Folge für dieses Semester. Ich bin Penelope. Und ich bin Imera und wir sind die Moderatorinnen für die heutige Sendung. Und apropos neues Jahr, wie ist es eigentlich bei dir? Bist du so ein Mensch, der sich Vorsätze nimmt? Tatsächlich nicht, weil ich die leider nicht einhalte. Und du? Kenne ich zu gut, aber ich habe dieses Jahr einen richtig guten Vorsatz. Mein Vorsatz ist es nämlich, meine Vorsätze durchzuziehen. Das ist ja mal ein guter Vorsatz. Dann sollte der nächste Beitrag genau das Richtige für uns beide sein. Unsere Reporterinnen haben sich nämlich rund ums Thema Vorsätze umgehört und sogar mit einem Motivationscoach gesprochen. New Year, New Me. Oder doch nicht? Naja, Sport und gesundes Essen, das habe ich mir eigentlich auch für das Jahr 2022 vorgenommen. Ob es bei den Studis auch nur so mäßig mit den Neujahrszielen geklappt hat, das will ich jetzt herausfinden. Was war dein Neujahresvorsatz und konntest du ihn bisher einhalten? Also mein Neujahrsvorsatz war ein bisschen basic. Ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen. Bisher bin ich aber leider noch nicht dazu gekommen. Ich habe mir tatsächlich gar keine Neujahrsvorsätze gemacht, weil ich mir denke, dafür muss man sich keinen genauen Zeitpunkt setzen, sondern wenn man wirklich Veränderungen will, kann man das jeden Tag eigentlich im Jahr umsetzen. Ich wollte mich ein bisschen gesünder ernähren und auch so eine Saftkur machen eine Woche lang. Habe ich mich aber bis jetzt drum gedrückt, aber ich will es auf jeden Fall noch machen. Wie wir motiviert an unseren Neujahrszielen dranbleiben können, das erzählt uns Tobias Hagemann jetzt im Interview. Wenn man sich Ziele setzt, muss man die auch richtig formulieren. Und ich glaube, Sie haben im Studium auch schon mal von der SMART-Regel gehört. Das S steht für spezifisch. Also man sollte sein Ziel klar und präzise ausdrücken. Da muss das Ganze messbar sein. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, ich will abnehmen, kann aber auch stattdessen sagen, ich will 3 Kilo abnehmen. Ne? Letztlich muss das Ziel attraktiv sein. Also das Ziel sollte erstrebenswert sein. Je erstrebenswerter ein Ziel ist, desto mehr folgen Sie ihm. Dafür steht das A. Das R steht für realistisch. Viele Leute setzen sich Ziele, die nicht realistisch sind. Auf der anderen Seite sollten Sie sich auch nicht unterfordern. Fordern Sie sich auf einem vernünftigen Niveau und setzen sich ein realistisches Ziel. Am besten suchen wir für unsere Projekte Mitstreiterinnen. Dadurch entsteht positiver Druck. Aber auch ein Cheat Day darf mal sein, sagt Tobias Hagemann. So könne man auch seine Ziele erreichen. Der Experte spricht aus eigener Erfahrung. Ich habe mir einen Neujahrsvorsatz gesetzt, der da lautet, dass ich 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio gehe und komme dadurch gesünder ins neue Jahr. Und es macht sehr viel Freude. Motivierende Worte, da greife ich doch lieber zur Mandarine. Na, diese Tipps werde ich jetzt direkt mal testen. Vielleicht wird das dann auch mal was mit meinen Vorsätzen. Und da fällt mir direkt ein neuer Vorsatz ein, endlich mal rechtzeitig mit dem Lernen für die Prüfungen anzufangen. Denn der Prüfungszeitraum beginnt schon am 31. Januar. Der Vorsatz fällt dir aber etwas spät ein. Also ich muss ja sagen, zum Glück bin ich schon mit einigen Abgaben durch. Aber ich glaube, das ist auch etwas typisch für die Hochschule. Penelope, du hast ja auch an der Universität studiert für eine Weile. Wie war es dort, die Prüfungsphase? Also schon sehr viel zu lernen und kaum praktische Inhalte. Das war jetzt persönlich nicht so meins. Da bleibt doch nicht viel hängen. Ja, die Hochschule hat schon einige Vorteile, aber anscheinend hat die Universität auch einige Vorteile. Hier in Vaihingen teilt sich auch die HDM ein Campus mit der Universität Stuttgart. Unsere Reporterinnen Theresa und Hanna sind über den Campus gezogen und haben die Universität Stuttgart gegen die HDM in einem Battle antreten lassen. Das große Battle in Vaihingen. Unsere geliebte HDM tritt gegen die Uni Stuttgart an. Ich stehe in dem Fall für die HDM und Hanna für die Uni Stuttgart. Aber es ist natürlich jetzt schon klar, wer dieses Battle gewinnen wird. Theresa, sei dir da mal nicht so sicher, denn der erste Vorteil der Uni ist schon mal, wenn ich aus der S-Bahn aussteige, kann ich einfach direkt hier bleiben. Ja, also ganz ehrlich, so weit ist der Weg dann auch wieder nicht zur HDM. Ein bisschen Sport tut gut. Ich zeige dir aber jetzt mal einen Trick, den ich machen kann, um ganz schnell an der HDM zu sein. Tada! Hier sind wir am Campus der HDM, am Ort unserer Träume. Hier lieben wir es, hier ist es wunderschön. Ich muss echt sagen, wenn ich mich hier so rumgucke,
unser Campus hat echt ordentlich viel zu bieten. Ich weiß nicht so genau, Hanna, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, Uni Stuttgart, der Campus ist so ein bisschen, ja, also da fühlt man sich wahrscheinlich nicht so wohl, oder? Hä, hey, aber die Leute hier finden den Campus doch auch voll schön. Wir haben einen wunderschönen Campus. Es ist eine schöne Uni, die einfallsreich ausgestaltet wurde. Also das Einzige, was ich dazu sage, ist Punkt für uns. Damit geht der erste Punkt an die HDM. Mittagszeit an der Uni Stuttgart. Ich habe ganz schön Hunger und deshalb hole ich mir jetzt mal was zu essen. Wir durften zwar leider drinnen nicht drehen, aber über das Essen kann man sich nicht beschweren. Also mein Hunger ist jetzt gestillt. Und wie sieht's bei dir aus, Theresa? Also ich habe jetzt schon ziemlich Hunger. Von Eat and Talk kann man hier nicht mehr sprechen. Unsere Mensa ist jetzt mehr oder weniger ein Test and Talk. Deswegen wohl oder übel, Punkt an euch. Und das ist der erste Punkt für die Uni. Ich habe mich mal umgehört, wie die Leute an der HDM so drauf sind. Bei mir im Studiengang sind alle super nett. Es macht wirklich Spaß. Wir gehen auch immer nach dem Studieren noch schön feiern. Oder zum Beispiel heute Morgen waren wir frühstücken und shoppen, obwohl wir lernen sollten. Also wie ihr sehen und hören könnt, die Leute hier sind alle mega sympathisch. Die sind gut drauf. Ich weiß ja echt nicht, wie es bei dir aussieht, Hanna. Also lustig, das können die Uni-Leute hier auch. Also die Uni ist natürlich unglaublich hässlich, aber es kommt ja auf die inneren Werte an. Und ich glaube, neben der Uni-Bibliothek sieht man das ganz gut. Außen unglaublich hässlich und innen steckt, glaube ich, viel drin. Aber ich war da selbst noch nie drin. Sympathisch Leute auf beiden Seiten. Der Punktestand ist jetzt 2:2. Wir haben aber eines an der HDM, das die Uni Stuttgart bestimmt nicht hat. Und das ist unser Klavier. Damit 3:2 und wir haben die Uni Stuttgart geschlagen. Dass die HDM gewinnt, überrascht mich nicht, aber vielleicht bin ich auch etwas parteiisch. Aber Studentenleben bleibt immer noch Studentenleben. Eins haben wir gemeinsam. Am Ende des Monats sieht der Kontostand schon mal mager aus. Besonders, wenn die Rückmeldefrist ansteht. Rückmelden könnt ihr euch für das neue Semester übrigens noch bis zum 1. Februar. Viele von uns sind auf einen Nebenjob angewiesen. Wie ist es eigentlich bei dir? Arbeitest du noch nebenbei? Ja, wie viele andere arbeite ich als Werkstudentin neben meinem Studium. Und du? Ich leider nicht, aber ich brauche unbedingt noch Inspiration für den perfekten Job neben dem Studium. Na dann passt du jetzt am besten mal ganz gut auf. Unsere Reporterinnen haben sich nämlich über die Nebenjobs der verschiedenen Studierenden hier an der HDM informiert. Vielleicht ist da ja auch was für dich dabei. Hi, ich bin Julia, Newstime-Reporterin und wir hören uns heute in der HDM um, was unsere Studis eigentlich alles für Nebenjobs machen. Ich kann den Anfang machen. Ich arbeite seit dem 4. Semester als redaktionelle Mitarbeiterin bei SWR Online. Und was alle anderen so machen, schauen wir uns jetzt an. Ja, ich arbeite seit Oktober im Unitegle. Das ist gleich die Campusbar hinten. Und kannst du unseren Zuschauern den Job empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Es macht richtig Spaß. Man hat so einen coolen Ausgleich zum Studium, weil du gehst dorthin und kannst einfach mal alles vergessen und hast eine coole Zeit. Die Mitarbeiter sind auch alle Studenten, sind auch alles coole Leute. Es ist auch gerade ein bisschen schwierig, die ganzen HDM-Studenten zu finden. Wahrscheinlich sind sie gerade alle arbeiten. Was machst du denn neben deinem Studium noch für einen Nebenjob? Also ich arbeite bei Daimler in der Montage und baue Autos zusammen und das mache ich ungefähr 2 Tage die Woche, wenn ich jetzt nicht unbedingt Prüfungen habe, so wie jetzt. Aber es macht eigentlich echt total Spaß, es ist abwechslungsreich. Wir gehen jetzt in die Lernwelt, dort wo sich wahrscheinlich gerade die meisten gestressten Studis aufhalten. Und ob dort noch jemand Zeit hat für einen Nebenjob, hören wir jetzt. Ja, habe ich, muss ich auch, weil ich finanziere mich komplett selber. Also ich bin Werkstudentin in einer PR-Agentur seit Mai 2021, genau. Und da arbeite ich 13 Stunden die Woche und ich habe noch einen 450-Euro Nebenjob, wo ich als Grafikerin arbeite. Und hast du einen Tipp für unsere ZuschauerInnen, wie man an solche Jobs rankommt? Also bei mir gingen tatsächlich beide Jobs über Connections, also am besten immer gut vernetzen, auch in der Uni und sich unterhalten, einfach auch sagen, dass man gerade einen Job sucht und dann würde ich sagen, ist LinkedIn auch noch eine echt gute Anlaufstelle. So, wir haben jetzt noch ein Opfer in der Lernwelt gefunden. Magst du dich mal kurz vorstellen? Jo, ich bin Simeon Schulz.
und studiere Medieninformatik im dritten Semester. Und hast du neben dem ganzen Lernen und Chillen in der Lernwelt noch was anderes zu tun? Gibt es bei dir einen Nebenjob? Ja, schon. Es gibt einen Nebenjob. Und zwar bin ich Fotograf und bin so auf Hochzeiten, Pärchenshootings, also Pärchenshootings, auch generell ganz andere Shootings dabei und lichte Menschen ab. Wir sind jetzt einmal durch die HDM gezogen und haben die Studis nach ihren Nebenjobs gefragt. Wir hoffen, für euch war ein bisschen Inspiration dabei. Für uns geht's jetzt auch auf die Arbeit. Macht's gut! Da sind auf jeden Fall einige Jobs dabei, die mich ansprechen, aber so ein richtiger Traumberuf wäre es doch auch mal, die Tagesthemen zu moderieren und vielleicht sogar so erfolgreich zu werden wie Ingo Zamperoni. Ja, dann hast du dich jetzt sicher sehr gefreut, dass er Honorarprofessor an der HDM ist. Auf jeden Fall. Ich habe im Livestream mitgefiebert, aber unsere HDM Newstime-Reporterin Jana durfte ihn sogar interviewen. Hi, ich bin Jana und ich spreche jetzt gleich mit Ingo Zamperoni. Er ist Moderator bei den Tagesthemen und jetzt Honorarprofessor an der HDM. Gestern, also am 13. Januar, hatte er seine Antrittsvorlesung. In der hat er über die Aufgaben des Qualitätsjournalismus gesprochen. Vom Hörsaal ab nach draußen sind wir jetzt mit ihm im Interview. Also einen Tag nach der Antrittsvorlesung ist die Aufregung mittlerweile verflogen, sofern sie überhaupt vorhanden war. Ach, aufregend war das schon. Also ich habe mich auch echt gefreut und das ist schon eine Auszeichnung und eine Ehre in gewisser Weise. Heißt ja auch Honorarprofessur, man macht das für die Ehre. Und es war auch nicht alltäglich in dem Moment, aber jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen und jetzt bin ich hier im Seminar ganz fokussiert und ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Was sind denn die Werte, die Sie vermitteln möchten? Ich glaube, das Wichtige ist, das eine ist das Handwerk. Journalismus ist Handwerk und da gibt es bestimmte Dinge, die man vermitteln kann. Eben das Zuhören, was ganz wichtig ist, wenn es um Interviews geht. Aber eben auch Werte im Sinne von, dass Journalisten eine Verantwortung haben ihrem Publikum gegenüber und dass sie darauf achten müssen, dass sie selber nicht zu Akteuren werden und zu Aktivisten, dass sie keine Agenda haben, dass sie eine gewisse, versuchen zumindest, wie es menschlich möglich ist, eine gewisse Unvoreingenommenheit haben, neugierig bleiben, aber eben gucken, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Und dass man zumindest, auch wenn man es nie schaffen wird, das alles 50-50 ausgeglichen zu präsentieren, das ist ja auch vielleicht langweilig, immer alles ausgeglichen, aber zumindest zeigt, eine gewisse Fairness immer hat gegenüber seinem Thema und sagt, okay, es gibt hier die eine Seite und das andere zeigen wir zumindest auch und lassen wir zu Wort kommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und hilft auch im Diskurs, dass man da auch ein bisschen offener ist. Ja, auch. Welchen Tipp würden Sie denn jungen, angehenden Journalistinnen mit auf den Weg geben? Na, so ein bisschen das, was ich eben so gesagt hatte. Das eine ist neugierig bleiben und auch mal was auszuprobieren. Eine Sackgasse oder wenn etwas nicht klappt, nicht gleich als Scheitern oder Niederlage zu empfinden, sondern als Erfahrung, die einen ja auch in gewisser Weise weiterbringt. Und sich nicht zu schade zu sein für manche Dinge, wo man denkt, ah, da habe ich jetzt vielleicht nicht so viel Lust drauf, da muss ich mal ein bisschen durchbeißen. Aber vor allen Dingen eben, das ist ja das, dieses eben Nein nicht immer sofort zu akzeptieren, sondern sich überlegen, kreativ werden auch, was könnte ein anderer Zugang zu etwas sein, wenn der erste nicht so klappt. Dann vielen Dank für Ihre Tipps und Ihre Zeit und damit zurück ins Studio. Na, mit diesen Expertentipps sind wir beide jetzt bestens gewappnet für unsere Zukunft als Moderatorinnen und Journalistinnen. Auf jeden Fall, aber jetzt steht erstmal die wohlverdiente vorlesungsfreie Zeit an. Die beginnt am 28. Januar und geht bis zum 14. März. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Wir sehen uns in aller Frische wieder im neuen Semester bei HDM Newstime. Tschüss! Tschüss.